Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute ein bisschen Lerntheorie für euch und zwar wird es heute um positive und negative Verstärkung gehen. Da ich jetzt endlich bald mit meiner Zirkuslektionenreihe starten möchte, möchte ich euch ein paar Videos vorab gerne zeigen bzw. ein paar Themen gerne ansprechen, da ich das ganz wichtig finde und es gehört einfach zur Bodenarbeit bzw. zum Umgang mit dem Pferd grundsätzlich dazu. Und da ist natürlich auch ein Thema das Loben bzw. die positive oder negative Verstärkung beim Reitsport. Starten wir jetzt mal hier direkt mit der Definition, was ist überhaupt positive Verstärkung? Die positive Verstärkung ist eine Art, Pferde zu loben, beziehungsweise ja, Pferde auch zu trainieren. Das heißt, ich füge dem Pferd etwas hinzu. Positiv könnt ihr euch mit Plus merken. Also positive Verstärkung plus, ich füge dem Pferd etwas hinzu. Das kann ein Leckerchen sein, das kann eine Streicheleinheit sein, ja, das kann auch ein verbales Lob sein. Das könnt ihr euch so vorstellen, ihr trainiert mit eurem Pferd zum Beispiel das Anhalten. Ihr gebt vielleicht ein Stimmlob oder eine Körpersprache oder was auch immer. Und in dem Moment, wo das Pferd anhält, lobe ich es und gebe ihm ein Leckerchen. Ich füge also etwas hinzu, deshalb positiv. Ja, die negative Verstärkung hört sich jetzt erstmal negativ an, wegen dem Wort negativ. Ist es das aber auch? Die negative Verstärkung ist eigentlich auch eine Art der Erziehung des Lobes, das man dem Pferd zukommen lassen kann. Die negative Verstärkung funktioniert so, ihr nehmt etwas weg, negativ minus, in dem Moment, wo ihr zum Beispiel wieder das Anhalten übt, nehmt ihr quasi den Druck des Pferdes, nehmt ihr den Druck, den ihr auf das Pferd ausgeübt habt, weg. Das heißt zum Beispiel, ihr möchtet das Pferd anhalten, ihr baut Druck am Führstrick oder am Halfter auf, in dem Moment, wo das Pferd anhält, lasst ihr das Halfter und den Führstrick los. Das ist eine Art der negativen Verstärkung. Das wird ganz, ganz oft falsch verstanden wegen dem Wort negativ. Was ist jetzt nun also besser, positive Verstärkung oder negative Verstärkung? Grundsätzlich ist es so, dass gerade im Natural Horsemanship die negative Verstärkung eine etwas größere Rolle spielt als die positive Verstärkung. Ihr könnt also euch das so vorstellen, wenn ihr zum Beispiel im Natural Horsemanship das Pferd mit dem Jojo-Game rückwärts schickt. Für alle, die das noch nicht gesehen haben, der Link zu meiner Natural Horsemanship-Reihe ist unten in der Infobox. Dann baut ihr ja Druck auf. Ihr baut so lange Druck auf, bis das Pferd rückwärts geht. In dem Moment, wo das Pferd rückwärts geht, nehmt ihr den Druck weg. Ihr habt also eine negative Verstärkung. Wenn ihr mit der positiven Verstärkung arbeiten würdet, würdet ihr in dem Moment, wo das Pferd rückwärts geht, es loben und ihm ein Leckerchen geben. Ich bin kein Freund davon zu sagen, okay, ich mache nur positive Verstärkung oder nur negative Verstärkung. Ich möchte das für mich gerne kombinieren. Eine Art der positiven Verstärkung ist auch das Klickertraining. Wenn ihr dazu ein Video haben möchtet, wenn ich euch das mal erklären soll, wie das funktioniert, schreibt mir das gerne unten in die Infobox, dann werde ich das auf jeden Fall mal für euch machen. Ich selber versuche, diese beiden Arten des Trainings zu mixen. Das heißt, ich arbeite zum Beispiel in den Zirkuslektionen sehr viel mit positiver Verstärkung, füttere sehr viel Leckerchen. Auch im Natural Horsemanship mache ich das ab und zu, obwohl ich da mehr auf Körpersprache und auf die negative Verstärkung eben zurückgehe. Man muss halt immer schauen, was für einen selber und für das Pferd das Beste ist. Ich kann meine Pferde natürlich durch beides sehr gut motivieren. Allerdings ist es bei der positiven Verstärkung natürlich manchmal ein Problem, gerade bei Pferden, die etwas, ja, ruppiger sind, die dann auch noch mit Leckerchen zu füttern. Aber da wird demnächst auch noch ein Video dazu kommen, wie ich meinen Pferden, ja, das Füttern mit dem Leckerchen beigebracht habe. Das heißt, wie ich ihnen erklärt habe, dass sie nicht betteln dürfen. Das wird die nächsten Tage auch noch auf meinem Kanal kommen, weil es einfach auch zu dieser Reihe passt. Ja, und wie gesagt, ich mixe einfach sehr, sehr gerne beide Trainingsmöglichkeiten. Ich schaue einfach immer, dass ich in dem Moment,
wo das Pferd eine Lektion lernen soll, dass ich mir da das Beste eben für raussuche. Das ist in den Zirkuslektionen, wie gesagt, sehr, sehr oft die positive Verstärkung, weil ich das Gefühl habe, dass es einfach schneller geht und das Pferd das sehr gut versteht und akzeptiert. Gerade beim Reiten nutzen die meisten zum Beispiel die negative Verstärkung. Das ist völlig normal. Ihr treibt euer Pferd an, in dem Moment, wo das Pferd läuft, ist der Druck weg. Ihr seht schon, es ist gar nicht so einfach. Ich hoffe sehr, dass ich ein bisschen Licht ins Dunkle bringen konnte mit meinem kleinen Video zu dem Thema. Wie gesagt, es wird die nächsten Tage ein Video zum Thema Leckerchenfütterung auf meinem Kanal kommen. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Und dann wird es natürlich endlich mit der Zirzensik-Reihe losgehen. Ich weiß, dass sich sehr, sehr viele von euch darauf freuen. Und das wird auf jeden Fall jetzt in Angriff genommen. Das erste Video dazu ist schon gedreht. Ja, ich hoffe sehr, dass euch mein kleines Lerntheorie-Video sehr gefallen hat. Wenn ja, lasst ihm gerne einen Daumen hoch da. Hier könnt ihr mich jetzt noch gerne kostenlos abonnieren. Und dann hoffe ich sehr, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao.